Hallöchen und willkommen zurück, meine Lieben, bei Animal Crossing. Heute bin ich mal ganz früh am Start hier und das am Sonntag. Mein Gott, kennt man ja gar nicht so. Ja, ich guck mal nach der Post eben direkt, würde ich sagen. Na, geh mal da ran. So, nicht ganz so viele Briefe. Okay, ja, wir gucken mal. Schauen wir mal. Wir hatten gar keine Fossilien weggeschickt, ne? Oder? Da war, glaube ich, tatsächlich nichts. Was haben wir denn da? 10.519 Punkte. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir zuletzt hatten. Es ist ein Punkt weniger geworden. Aha. Wie haben wir denn das hingekriegt, dass ein ganzer Punkt, ein einzelner Punkt weggegangen ist? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Muss ich aber auch nicht verstehen. Wer weiß, was wir da geändert haben. So, ein Brief von Tom Nook. Okay. Aufregende Neuigkeiten. Unser heutiges Sonderangebot aus dem Bereich Wohnideen. Eine Vogeltränke. Nichts wie hin. Mega Nook. Ja, gucken wir uns gleich mal an, würde ich sagen. So, dann lass ich mich mal eben das da noch wegwerfen. Kinderoutfit, Rauteschirm, ja, okay. Plesio Torso, Moment, ich muss mal eben kurz gucken. Den wollten wir noch abgeben, ne? Ja, genau, wollten wir noch. Habe ich nämlich gar nicht gemacht gestern. Sind schon wieder ein, zwei Tage Aufnahme dazwischen, also nicht wundern. Ja, ich guck mal eben auf die Info. Was haben wir denn da? Lalalala. 2. Februar, Wunschbrunnen, genau, das hatten wir ja schon gesehen. Ja, gut. Sonst gibt's nichts Neues. Okay. So, Moment, ich wollte ja mal eben was nachgucken noch, bevor ich das nämlich gleich wieder vergesse. Wegen diesem Termin am 2. Februar. Ach so, Moment, wir haben die Tapete hier hingeworfen, ne? Ah, ist das vielleicht deswegen der eine Punkt Abzug? Ich weiß es nicht. So, ich wollte nämlich mal eben gucken. Hier sind ja immer so besondere Sachen. Was war denn da? Aha, da war irgendwas Besonderes. Anscheinend ist das zumindest so, weil das da rot ist. Ich weiß nicht, warum das da rot ist. Neujahr hatten wir gemacht. Ja, genau. Den Tag haben wir heute. Januar ist ja sonst nichts Spannendes. Genau. Okay, so. Wählen wir mal eben den Monat. Februar. Na, guck mal, da haben wir es doch. Murmeltiertag nennt sich das dann. Aha. Okay, sowas machen wir hier in Animal Crossing. Wusste ich noch nicht. Mal was Neues. Ja, aber ansonsten ist im Februar wieder das ein bisschen rar gesät, ne? Da ist ja nicht viel los. Nichts Besonderes irgendwie. März haben wir ein paar Sachen. Was haben wir denn da? Gucken wir schon mal. Frühjahrsputz, Mitte des Monats. Oh Gott, muss ich dann aufräumen. Und Sportfest. Oh, das geht doch, glaube ich, wieder eine ganze Woche, oder? Da kann ich mich so vage dran erinnern. Naja, gut. Ist aber alles noch ein bisschen hin. Und insofern gehen wir einfach erstmal, würde ich sagen. So, dann, ja, machen wir die übliche Runde. Ich gehe mal eben zum Laden, beziehungsweise kurz bei der Müllkippe vorher rum. Vielleicht finden wir da ja auch noch was. Ist ja gleich nebenan. Da kann man ja mal eben rübergehen, ne? Ach, guck mal, da liegen sogar Sachen rum. Was haben wir denn hier? Na, was haben wir da? Ein Exotik-Outfit. Okay, Moment, gucke ich mir sofort an. Mal eben noch schauen, was das ist. Ein Süßigkeitenspender. Oh. Ja, das klingt ja nett. Moment, ich gucke mal erstmal das Outfit an. Ja, nee, nee. Das brennt ein bisschen in den Augen mit den ganzen Mustern. Nee, ich bleib mal da. Ja, 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 ja. Ja, das Briefpapier lasse ich mal. Wir haben ja. Wir haben noch? Ja, doch, haben wir noch. Ja. Ja, 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 ja. Haben wir alles. Haben wir. Na gut. Dann gucken wir erstmal, dass wir ein paar Sachen loswerden. Oh. Oh. Oder auch nicht. Das habe ich von meinen frühen Erscheinen. Aha, da hat der Laden noch gar nicht auf. Ja, das ist ja super. Na gut, dann hoffe ich mal, dass aber jemand anders da ist, weil der Plan war ja, dass wir mal ein bisschen Geld bei der Sigrid lassen. Ja, müssen wir mal gucken, ob die jetzt da ist. Nicht, dass ich jetzt zu früh dran bin, das wäre jetzt natürlich doof. Aber die sollte eigentlich da sein. Die ist ja immer ganz früh da. Da kann ich aber, glaube ich, das einfach mal ganz elegant machen. Dann gehe ich jetzt mal zum Polizeirevier. Und dann frage ich einfach nach. Machen wir das so rum? Ich schlender mal eben noch passend, nicht? Achso, das ist ein Baum. Ah, hier sind auch so viele. Könnte ich ja mal ein bisschen ausdünnen. Ja, erinnert mich daran, dass wir die Tage mal nochmal mit der Axt ein bisschen spazieren gehen. Doch noch so ein, zwei Ecken ein bisschen nachbearbeiten. Ein Fossil. Ja, sehr schön. Einpacken bitte. Oh, irgendjemand ärgert sich. Ich gehe mal gucken. Hallo. Ansgar. Ansgar sag ich schon. Harald, ne? Harald, was hast du gemacht? Warum ist Daune stinkig? Irgendwas hast du gemacht. Man weiß es nicht. Ich frage mal.
Hallo, guten Morgen. Ja, du auch. Man fühlt sich toll, wenn man mit den Hühnern aufsteht. Also mit dir, meinst du? Schön. Man sagt ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Habe ich so etwas das letzte Mal schon gesagt, als ich dich gesehen habe? Weiß ich nicht. Da waren wir nicht so früh da. Sag mal, Redmaker, was gibt's Neues? Weißt du, ich wollte ein bisschen plaudern gerade. Ich überlege mir, in eine andere Stadt zu ziehen. Nein, wir können doch nicht alle abhauen. Hey, aber nicht unbedingt. Ich überlege es mir anders, wenn du nicht willst, dass ich gehe. Ich meine es ernst. Also, was denkst du darüber? Hm? Möchtest du, dass ich gehe? Ja, bitte. Nein. Hey, hey, riech dich ab. Für mich ist es auch nicht einfach. Ich erinnere mich noch, wie wir uns kennengelernt haben. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen, nicht wahr? Ja, ich hoffe, wir haben auch noch eine tolle Zeit miteinander weiterhin. Aber ich muss gehen, Redmaker. Ich muss das für mich selbst machen. Pass gut auf dich auf, wenn ich weg bin, ja? Bleib in Form. Aber du sollst nicht gehen. Du bist der beste Freund, den ich je hatte, boah. Also gut, Redmaker, ich werde noch ein Weilchen hier in Redhügel mein Trainingslager abhalten. Oh, da haben wir nochmal Glück gehabt, ey. Da wollen die einfach abhauen. Hallo, Daune, geht's wieder? Ja, ich hör's ja, warte. Nee, da nicht. Moment. Es wird schwierig, das zu treffen, ohne ihn anzuquatschen. Ja, da will ich ja nicht. Ich will da. Er ist jetzt gerade doof, weil er da steht. Warte, dich will ich jetzt fangen. Jetzt, wenn wir schon mal dabei sind. Haha! Ich habe eine Maurusgrille gefangen. Ob sie wohl das Licht scheut? Na, ich glaube eher weniger. Cool, da hat er sich aber gefreut. So, Moment, ich muss mal eben hier ordnungsgerecht wieder zumachen. Na, darf ich kurz drängeln? Kurz ein bisschen, ich wollte eben noch was... Nein, da wollte ich doch nicht... Ah, heute habe ich es aber mit dem Graben, oder? So, das wollte ich, genau. Ach, guck mal, ein Geruid. Ein Oboid, okay, ja, hören wir uns gleich mal an. Irgendwann gleich mal, so. Moment, das war der richtige, ne, ja, genau, so. Versteht ihr euch wieder? Ja, ist alles wieder cool. Das ist sehr schön. Mann, 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 dieser Stress hier. So, dann, ja. Ich gebe mal eben was ab. Ja, schon wieder eine Maulwurfsgrille. Mein Gott. Heute ist aber ein Nest irgendwo, oder? Guten Morgen, Eugen. Krächz. Wie spät ist es? Ich bin so schläfrig. Ich auch. Mach dir nichts raus. Ich auch. So, dann, ja. Plesio Torso war das, ne? Ich gucke hier gerade schon auf meine Liste. Moment. Itemstiften, ja. Was ganz zweifellos unschätzbar wertvolles haben wir hier. Pass auf. Warum ist denn? Da ist er. So, ich mach mal eben. Moment, ich mach eben mein Kreuzchen, ne? Bevor ich sie wieder vergesse. So, Plesio Torso. Okay. Huh, sage ich, ein Plesio Torso. Der Tag, an dem alle Teile unseres prähistorischen Puzzles gefunden sind, wird ein glorreicher Tag. Ja, auf jeden Fall. Ich guck mal gerade kurz, beim Plesio fehlt uns der Schädel. Der Schädel fehlt uns noch. Dann haben wir alles. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Erlangung dieses ehrgeizigen Ziels. Ja, danke. Danke, danke, danke. Das kriegen wir hin. Gut, so. War aber auch schon alles? Nein, nein, nichts weiter. Ja, unsere Unterstützung wird wie immer geschätzt. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ja, dann lass mich mal gehen. So, ja, dann sind wir ein bisschen eingeschränkt heute, ne? Wir können gar nicht so viel machen, weil unser Inventar so ein bisschen voll ist. Wobei, Moment, das kann ich ja mal einpacken schon mal. Minimal mehr Platz, immer etwas. Ja, dann weiß ich gar nicht. Wir gucken jetzt mal ein bisschen rum. Und dann gehe ich gleich beim Polizeirevier einmal vorbei. Guck mal, ob die... Secret da ist. Vorher grabe ich aber noch was aus. So, ein Fossil vielleicht noch. Ach, sehr schön. Ja, wunderbar. Wunderbar. Das ist hervorragend. Dann hätten wir da drei Stück zusammen zum Wegschicken. Das ist mir noch immer recht... Nee, das wollte ich... Na, nein, das... Ich bin verwirrt. Okay. Es ist zu früh. Ich nehme eindeutig zu früh auf. Ich sollte erst wach werden. Das wäre eine bessere Variante. Ich sitze nämlich tatsächlich gerade recht früh hier und nehme auf. Oh nein, jemand ist eingeschlafen. Guten Morgen, hallo. Wie, was? Was mache ich denn hier draußen? Ich bin mir schon wieder geschlafwandelt. Muahaha, wie komisch. Ja, dann geh einfach rein und hau dich nochmal hin. Ist ja noch früh. Ist Sonntag. Geh schlafen. So, da ist sie weg. Da
Ja, es passiert ja manchmal. Müssten wir eigentlich auch mal machen, ne? Mal so eine späte Runde, mal gucken, wer überhaupt so... Wer hier unsere Langschläfer sind. Na, der Ansgar anscheinend auch. Hallo? Schnarch, schnarch. Ah! Bin ich schon wieder eingeschlafen? Danke, dass du mich geweckt hast. Wie lustig. Haha. Ja, dann auch du wieder. Ab ins Bett. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch lange schlafen werden. Weil wir haben ja trotzdem schon nächsten Tag. Huch, hallo. Hi. Du meine Güte, Redmaker. Wie nett von dir vorbeizukommen, dich mit mir zu unterhalten. Du bist wirklich ein Schatz. Ach, du doch auch. Du doch auch. Ruf mich einfach, wenn du mich siehst. Okay, versprochen. Es muss doch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst. Ja, was geht denn so? Das ist mir jetzt irgendwie peinlich. Aber würdest du mir diesen Apfel abkaufen? Was? Ein Apfel? Ich habe zu viele davon gekauft und ich will nicht, dass sie schlecht werden. Ich verkaufe sie dir für 2690 Sternis das Stück. Wie klingt das? Eigentlich klingt das tatsächlich teuer, aber ich kaufe den, weil wir haben ja noch gar keine Äpfel. Das ist ja mal schön. Ich danke dir. Ich lasse Essen nur ungern verderben. Oh, das kenne ich. Das mache ich. Das mag ich auch mal nicht. Finde ich nicht gut. Hier ist dein Apfel. Danke. Hier noch ein kleiner Ratschlag. Kauf niemals mehr Obst, als du essen kannst. Ja, das ist ein guter Ratschlag. Der ist in der Tat sehr gut. Ja, dann, muss ich mal überlegen, wo ich den einpflanze. Weil ich habe ja die Hoffnung, dass wir dann direkt ein paar neue Äpfel nachzüchten können. Das wäre ja ganz allerfeinst. Apropos was nachzüchten. Moment. Da fällt mir doch noch was anderes ein. Ich muss mal was gucken gehen. War das vom Polizeirevier? Ich glaube, es war hier, oder? Oder war der das? Irgendeiner von denen war unser Geldbaum, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, vielleicht wächst demnächst einmal noch Geld. Man weiß es nicht. Wenn wir Glück haben. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Wünsch dir einen guten Morgen. Ja, wir sind wohl ein Frühaufsteher, was? Nicht die weiche Sorte. Gut so. Ja, auf jeden Fall. Doch genug des Geplappers. Wachmeister Harry steht zu deinen Diensten. Wie kann ich behilflich sein? Ich suche eine Sigrid. Weißt du, ob die da ist? Oh, heute gibt es nichts Wichtiges zu berichten. Weißt du übrigens, ob Sigrid die Sau am Sonntag kommt und Steckrüben verkauft? Ich bin daran interessiert, in den Rübenmarkt einzusteigen, aber leider habe ich jeden Sonntagmorgen Dienst. Ich würde auch gerne ein paar Rüben kaufen, kaufen, kaufen und sie dann mit Gewinn verkaufen. Aber wir haben Sonntag. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Kommt die erst später? Aber da bin ich ja zu früh dran. Das ist mir auch noch nicht passiert. Boah, okay. Gut, merken wir uns also fürs nächste Mal vor. 8 Uhr morgens ist zu früh. Ist auch doof, weil der Laden dann zu hat. Also frühestens um 9, weil dann können wir wenigstens Sachen verkaufen. Ja, doof gelaufen. Naja, dafür habe ich jetzt das ganze Geld extra in die Tasche gelassen. Macht aber nichts. Dann können wir ja dafür einfach ein bisschen was von dem Kredit bezahlen, würde ich sagen. Ne? Haben wir auch was zu tun. Ist ja noch genug, was wir bezahlen müssen. So, ich guck mal eben hier ein bisschen rum. Haben wir hier irgendwas? Ich überlege auch gerade die ganze Zeit schon, was wäre eine schöne Stelle denn für so eine kleine Obstplantage vielleicht? Das ist eine gute Frage vermutlich, ne? Ich war gerade überlegen, ob ich vielleicht hier, ich zeige das mal eben auf der Karte, hier auf der anderen Seite von dem Fluss vielleicht, also neben unseren Häusern, oder hier oben in der Ecke. Wisst ihr was? Ich gehe da mal eben gucken, wie das da aussieht. Ich würde ja schon irgendwo so ein bisschen gesammelt das mal. Ach guck, da ist sie ja doch. Hallo? Wollt ihr mich denn veralbern? Hallo? Hallo, hallo mein Kind. Ja, hallo. Ich habe schon gedacht, wir haben dich jetzt verpasst. Es ist Sonntagmorgen. Ich verkaufe nun schon seit fast 60 Jahren Rüben. Sigrid die Sau. Rüben sauguter Qualität. Soll ich dir erklären, wie das Rübengeschäft funktioniert? Nee, das brauchst du nicht. Das kennen wir schon. Oh, wirklich? Das ist gut. In meinem Alter kann es ganz schön erschöpfend sein, so viel erklären zu müssen. Hehehe. Ja, das glaube ich dir. Tagespreis liegt heute bei 112 Sternis pro Rübe. Okay. Moment, also bevor wir jetzt welche kaufen, schreibe ich mir das mal direkt auf. Ah, und diesmal war ich so schlau, mir einen zweiten Zettel extra hinzulegen, weil der andere schon wieder voll ist. 112 Sternis Rüben. So, schreibe ich mal eben auf. Und dann kaufe ich jetzt einfach so viel, wie es geht. Machen wir das so rum. 100. Wahnsinn, du kaufst 100 Rüben, das macht 11.200 Sternis. Ja, haben wir ja. Hier, bitte, Kindchen. Cool, danke. Jetzt muss ich ja nur noch hoffen, dass die dann auch, ne, die Woche irgendwann mal gut angekauft werden.
Vielen Dank. Wie sieht's aus, Kindchen? Möchtest du noch mehr kaufen? Ja, kann ich mir das noch leisten? Möchtest 50 Rüben haben? Dann bekomme ich 5600 Sternis. Habe ich genug? Mist, habe ich nicht. Hm, sieht aus, als hättest du kein Geld mehr, Kindchen. Trotzdem danke. Bis bald. Achso, wie viel haben wir denn noch? 3000. Aber dann können wir doch noch... Ja, ja. Ja, warte mal, dann kaufen wir 10. Ja, 1120 haben wir. Und dann kann ich nochmal, ne? Also nochmal 10 kann ich kaufen, oder? Müsste noch drin sein im Budget, glaube ich. Ja. Hm, dann kaufen wir das halt so. Was? Hoppla, deine Tasche ist voll. Oh nein. Ach Mann. Irgendwas ist doch immer gerade. Achso, komm, wir packen mal das eben weg. Kann ich die nicht stapeln? Offenbar nicht. Das ist natürlich dankbar. Toll. Ja, warte so. Aber ich habe ja Platz für nochmal 10. Ja. Ja. Nur 10 Rüben. Das macht 1120 Sternis. Ja, haben wir. So gerade eben. Hier, bitte, Kindchen. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Wie sieht's aus, Kindchen? Möchtest du noch mehr kaufen? Ich würde gerne, aber ich kann leider nicht. Also leider nein. Oh, ist das alles? Du hast eine alte Frau sehr glücklich gemacht. Bis nächsten Sonntag. Ja, danke, Dito. Also, wenn es hinhaut, dann sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei. Boah, jetzt müssen wir auf jeden Fall aber mal hoffen, dass das dann auch, wie gesagt, zu einem ordentlichen Preis angekauft wird. Sonst machen wir natürlich Verlust dieses Mal. Hm, ich guck mal gerade. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Ne? Komm, wir hauen den jetzt einfach dahin. Da grabe ich jetzt mal den Apfel ein. Huch. Nein, nicht falsch. Das, Mann, heute habe ich es aber, oder? Heute habe ich es aber wirklich. So, machen wir mal einmal da. Ist das zu nah dran? Soll ich das ein tiefer machen? Soll ich das dahin machen? Ja, ne? Machen wir das wieder zu. So, dann graben wir den da ein und ich hoffe ja, dass das aufgeht, dass da ein Bäumchen wächst. Weil dann hätten wir immerhin schon mal Äpfel bei uns in der Stadt. So, dann nehme ich mal mein Schirmchen wieder. Dann, was machen wir dann jetzt? Weiß ich gar nicht. Können wir eigentlich einmal schon mal Post wegbringen? Und dann muss ich mir überlegen, wo ich die ganzen, ja, wo packe ich denn die ganzen Rüben eigentlich hin? Das ist auch so eine gute Frage. Wir haben echt wenig Platz im Haus. Das ist ein bisschen doof. Das ist leider wirklich ein bisschen doof. Hm, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das machen möchte. Vielleicht könnten wir ja mal eben hier Sternis ausgraben. Vielleicht könnten wir ja, was wollte ich sagen, uns mal noch einen Schrank holen. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob man Rüben in einen Schrank reinpacken darf. Also auch da muss ich kurz dazu sagen, wer neuere Animal Crossing Teile kennt, da kann man ja fast alles in den Schrank packen. Ich glaube, bei New Leaf kann man alles in den Schrank packen tatsächlich. Da gehen ja auch Fische und Insekten und sowas. Das darf man hier aber nicht. Also hier kann man zwar Möbel und sowas einpacken, also grüne Items sozusagen, aber Fische, Insekten kann man zum Beispiel nicht einpacken. Ja, und das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, wie kannst du denn helfen? Genau, machen wir mal das da. So, schicken wir die einfach schon mal weg. Hm, ja, ich muss mir das mal überlegen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das machen möchte. Heute kann ich das eh nicht machen dann, weil der Laden ja zu hat. Also haben wir einen Plan für morgen, würde ich sagen. Stellen wir mal noch einen Schrank dazu. Macht halt doch irgendwie Sinn, erstmal ein bisschen Lagerplatz zu schaffen, solange wir noch kein größeres Haus haben und vor allen Dingen, solange wir keinen Keller haben. Wenn wir den erstmal haben, dann können wir auch wahllos Sachen einfach reinwerfen. Der wird ja gar nicht mitbewertet. Aber noch sind wir da ein kleines Stückchen von entfernt. Möchtest du noch einen versenden? Nee, danke. Danke, danke. War schon alles. So, hier ganz nebenbei habe ich das mal eben gemacht. Sehr schön. Ja, ansonsten müssen wir mal ein bisschen was ausmisten vielleicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich wegwerfen will. Hm. Das ist alles ein bisschen blöd. Ist ein bisschen blöd am Anfang. Man will am liebsten schon alles haben, ne? Hat aber eigentlich gar nicht einen Platz dafür. Das ist immer doof. So, das will ich auf jeden Fall aber wegmachen. Unkraut ist auch immer doof. Hm. Ich guck mal einfach gerade. Wenn es irgendwann zu übertrieben wird, hätte ich sogar noch einen Plan, wie wir ein bisschen mehr Sachen auslagern können. Allerdings wäre das ein zeitlicher Aufwand für mich, bei dem ich nicht weiß, ob ich darauf Bock habe. Und der würde nämlich lauten, ich erschaffe einfach noch ein paar Bewohner. Also im Sinne von, da stehen ja noch drei Häuser leer. Ich könnte ja jetzt einfach dann, das würde ich hier so offscreen machen, ne? Dann würde ich einfach sagen, gut, dann fange ich nochmal einen Charakter an und sage, hier, komm, ich mache mal eben das Spielchen schnell zu Ende und speichere dann einfach und dann habe ich da ein Haus.
mit einem Vorteil aber, ich könnte als unser Charakter hier, mit dem würde ich dann auch nur spielen, aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, sagen wir, dieses NES-Spiel passt hier einfach gerade nicht mehr rein, weil wir keinen Platz haben und Keller irgendwann auch voll oder wir haben ganz tolle Möbel und wollen das eigentlich mal alles toll einrichten, aber eigentlich sieht es schon toll aus, weil wir haben ja gar nicht so viel Platz dann irgendwann, dann könnte ich halt hingehen und die Sachen, doof gesagt, einfach vor der Haustür mal hinschmeißen. Und dann könnte ich ja so eine Folge beenden, einmal so alles ausräumen sozusagen. Und dann würde ich dann offscreen mit einem anderen Charakter hingehen, die Sachen aufsammeln und in sein Haus packen. Und wir können ja als dieser Charakter trotzdem in die anderen Häuser reingehen. Wir können es uns dann natürlich aber nur angucken. Aber es wäre halt eine Möglichkeit, uns ein bisschen, ja, ich sag mal, Lagerplatz zu schaffen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ist auch ein bisschen doof, weil die Tiere wissen ja dann, dass dieser andere Bewohner da ist. Auch wenn der aktiv dann nie spielen würde. Ich weiß nicht, ist eigentlich ein bisschen... Möchte ich ungerne machen, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal eine Meinung dazu da lassen, wenn ihr da eine zu habt. Das wäre, ja, wie gesagt, eher ungerne würde ich das machen. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich aber hier mein ganzes Inventar voll. Ich weiß nicht, wo ich damit hin will. Ach, den kann ich mir mal eben noch anhören. Ne? Komm, ich schmeiße den mal eben hin. Hup. Ja. Er hat ein schönes Schleifchen. Aber nein, das passt ja mal so überhaupt nicht zum Sound hier. Den verkaufen wir erstmal, würde ich sagen. Ja, schön. Okay, habe ich noch irgendwo Platz hier? Kann ich noch irgendwo irgendwas reinpacken? Eine Axt, ein Januar los. Moment, ich guck mal eben, ob ich... Kann ich Rüben verstauen? Ja, seht ihr, genau das habe ich nämlich gedacht. Die darf ich nämlich nicht wegpacken. Super, Klamotten kann ich. Wer will Klamotten wegpacken? Kein Mensch braucht das. Mann, das war ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja gut, dann muss ich die eh erstmal hier in eine Bude werfen. Das ist immer super unschön. Aber naja. Wisst ihr was? Dann kann ich das mal direkt eben machen. Da brauche ich ja nicht bis morgen warten. Einmal. Und schmeiß die bitte auch mal hin. Dann kriegen wir wieder einen Mega-Punktabzug, weil so unordentlich bei dir. Ja, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Was soll ich halt machen, ne? Ja, lassen wir erstmal alles liegen. Unser Haus ist irgendwann größer, dann können wir das ein bisschen eleganter alles angehen. Gut, so, ne? Wohnraumgestaltungsplanung wäre damit abgeschlossen. Dann würde ich sagen, Maya, baue erstmal Feierabend für heute. Ich weiß eh sonst gar nicht, was ich sonst machen soll. Und ja, morgen sind wir mal ein bisschen später mal am Start, dass der Laden wieder aufhat. Ist ja doof, sowas. Ja, dann würde ich sagen, ich danke euch aber fürs Reinschauen. Und, ja... So ihr denn mögt, morgen ein neuer Tag, eine neue Folge bei Animal Crossing. Schön bei uns im Dorf hier. Wird schön, wird muckelig, wie immer. Ja, dann danke ich euch fürs Reinschauen und sag, wenn ihr Lust habt, bis morgen dann. Tschüssi.